Weil das ist so geil. Ich bin in Siem Reap angekommen. Ihr werdet nachher noch ein bisschen was von Da Nang sehen, beziehungsweise den Flug von Da Nang nach Siem Reap. Den habe ich mal ein bisschen gefilmt. Jetzt bin ich im Home Indochina Hotel. Und das ist so geil. Wirklich. Ich bin hier reingekommen und das erste, was ich gesehen habe, das seht ihr jetzt auch. Düm, 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 düm. Richtig geil. Ich meine, ich muss das auch alles gleich wegräumen. Aber wie schön ist das denn bitte? Richtig geil, richtig geil. Und dann geht das so, also das ist voll schön. Vor allen Dingen Air Condition ist an. Die Anlage ist total schön und gepflegt und so. Ich konnte den Pool zwar noch nicht sehen, weil das halt ziemlich, also es ist halt dunkel, kann man jetzt nicht wirklich hin so, aber man dürfte halt bis 10 rein am Schwimmen. Ich wollte jetzt aber gleich was essen gehen, deswegen vertage ich das auf morgen, weil ich morgen ein bisschen gechillten Tag machen wollte. Ja gut, das Bad ist jetzt nicht so der Hammer. Ist halt ein Klo. Dann habe ich gedacht, okay, wo ist denn jetzt die Dusche im separaten Raum? Aber die Dusche hängt einfach mal da oben neben der Tür. Ja. Ja, kann man überleben. Dafür... Aber das Geilste ist, ich habe einen direkten Zugang zu einer Riesenterrasse. Schaut euch das mal bitte an. Hier unten sieht man ein bisschen das Hotel und den Eingangsbereich. Ich habe gerade schon einen richtig geilen Lemon Juice bekommen und ein kaltes Tuch zum Abkühlen und Bananenchips. Getrocknete Bananenchips. Total geil. Ein kleiner Gecko. Der verschwindet. Oh, ich glaube, ich mache mal lieber die Tür zu, weil die Viecher möchte ich jetzt nicht in meinem Zimmer haben. Und auch keine Moskitos. Aber die haben ja auch irgendwie so ein Zeug, was ich finde, was ganz gut riecht, was die Moskitos abhält. Und ich habe ja das Moskitonetz, was auch ein bisschen dämlich ist, wenn das nur drum herum geht und nicht oben drüber.
Aber was soll's. Ansonsten halt gerade schon mal so gecheckt, was irgendwie, was man hier machen kann. Und also ich habe gedacht, nur so Tempel besichtigen und sowas. Aber man kann hier Gibbons in der freien Laufbahn beobachten. Man kann hier eine Quad-Tour machen. Da habe ich richtig Bock drauf, eine geile Quad-Tour zu machen. Aber selber zu fahren, also so, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das mache ich auch. Und ja, dann werde ich mir mal angucken. Also ich werde auf jeden Fall so einen 3-Tages-Pass nehmen für den Tempel, weil ich will auf jeden Fall den Sunrise sehen. Angkor Wat und die ganzen Tempel drumherum, Bayon. Dann den Sunset nochmal sehen, den kann man aber auch kostenlos sehen. Den muss man nicht im Tempelbereich sehen. Und der war, ich habe den vorhin so ein bisschen gesehen, als ich auf dem Rückweg vom Airport war. Und der Sonnenuntergang ist hier so geil. Richtig geil. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und ja, das auf jeden Fall machen. Und also ich brauche mit Sicherheit 2-3 Tage dafür. Weil man läuft ja auch rum, dann fährt man mit dem Tuk-Tuk wieder weiter, dann will man da wieder anhalten. Und ja, da will ich mir auch Zeit für lassen, weil dafür bin ich hier extra hingekommen. Und das soll ja auch schon geil sein. Ja, abends auf jeden Fall die Pub Street. Da gehe ich auch mehr als einmal hin, weil das ist hier nur die Straße entlang laufen und dann ist man auch schon da. Es hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Und günstig Bier trinken, hallo natürlich. So, und ja, ich bin total geflasht von Siem Reap. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und mit ein paar Videos versorgen, die Tage, hoffe ich. Morgen werde ich erstmal hier so ein bisschen die Stadt erkunden, beziehungsweise vielleicht einfach mal stumpf am Pool chillen. Weil ich war zwar in Hotels mit Pool, aber ich habe den irgendwie nie genutzt. Auch so dämlich. Aber ich glaube, das werde ich jetzt morgen einfach mal nachholen. Und ja, vielleicht gehe ich jetzt da ins Restaurant. Ich weiß aber auch noch nicht. Weil ich bin so aufgeregt. Das ist total geil. Total Fan in Love in Siem Reap. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich habe schon gesagt, okay, wenn man hier so viel machen kann, ich glaube, ich frage dann nach den 7 Tagen, ob ich nicht doch nochmal 1, 2, 3 Nächte hier länger bleibe. Weil mich das, also ich finde das mega geil. Richtig cool. Vor allen Dingen Tuk-Tuk fahren, so $1, $2 halt in die Stadt zu Angkor Wat, was halt 5 Kilometer entfernt ist. Irgendwie so zwischen $10 und $18. Kommt drauf an, wo man genau hin will. Ist jetzt auch für einen Tag, ist das jetzt auch vollkommen okay. So, das passt auf jeden Fall in mein Budget, deswegen kann ich da nichts zu sagen, weil der ist dann auch irgendwie 7 Stunden mit einem da unterwegs. Da die meisten gesagt haben, man schafft eh nur so 4, 5 Stunden im Morgen, danach ist das nicht mehr auszuhalten, werde ich einfach mal gucken. Aber ich bin erstmal, ich freue mich richtig. Damit verabschiede ich mich für heute. Und ja, Da Nang und heute ist halt nicht viel gelaufen, deswegen wird das Video ziemlich kurz werden. Dafür werden die nächsten Videos bestimmt ein bisschen länger, wenn ich euch mehr zeigen kann, was hier so läuft.